Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf der Ravenport. Ja, ich bin gerade dabei, einen Kurs zu generieren. Wo es nämlich Feld 6 Striegeln, da wächst Unkraut drauf. Das ist ja, gefällt mir ja gar nicht. Ich weiß halt nur nicht, warum die Kursbär hier irgendwie 6,85 Meter annimmt. Und die Arbeitsbreite im Shop 6,6 sind. Aber dann stellen wir das halt manuell ein, ne? Da kennen wir ja nichts. Den hatte ich auch noch nicht abgespeichert, oder? Felder, Feld. Ne, das ist wie ein Sieb, Feld 6. Was? Meter. Ein. Hoch zu Feld 6. Dann. Feld zu Hof. So. Halt den Torst. Ganz schön. Fliegen. Drescher noch im Weg. Autodrive kann erstmal ein paar Schritte aus. Der macht die Vorgewände fertig. Und den kann ich pauschal erstmal wegstellen. Also es ist ja Zeit, wir brauchen Hafer. Weil wir wollen ja irgendwie die Pferde versorgen. Und Heu. Ich muss also irgendwie Mähwerk kaufen und Gras mähen. Dann wollen wir hier wieder parken rein. Du müsstest du gleich so ohne weiteres anfangen. Oder auch nicht. Ich hab das heute so mit Cursplay und Autodrive. Meine Güte. Bin hier in deiner Arbeit doch bitte am ersten Wegpunkt. Das ist doch schön. Mehrwert wollte ich tun. Was können wir uns denn für Mehrwert leisten? Fangen wir mal so an. Das ist kritisch, weil ich muss ja auch noch einen Zetter und einen Schwader tun. Das finde ich doch interessant. So. Den Schwader brauchen wir noch.
Den. So. Wohin? So, jetzt haben wir noch 39.000 über. E-Werke. Seid ja schon wahrscheinlich. Dann gibt's das. So. Mit dem mal wieder starten, damit ich hier mal auf Halle rausfahre. Darauf drücken, dass er genauso gut funktionieren wie alle anderen auch. Der ist auf seiner letzten Bahn, das ist schön. Du machst hier Blödsinn, so wie es aussieht. Ich habe so das Gefühl, da kommt mit dem Lenkwinkel nicht so ganz zurecht von dem Ding. Irgendwo einstellen. Wendekreis. Anders ist so nur den Dings striegeln. Ja, die müssen Wegpunkt. Sollte vielleicht vorwärts weiter einstellen. Ich habe so das Gefühl, dass sie so irgendwie eben mit der auf einer anderen Aufnahme hat das auch schon nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ich habe ein Schild mitgenommen. Ich wollte sagen, was fährt denn der so komisch? Was macht denn der da tun? Was tut denn der da tun? Tut. So, hier müsste ich jetzt rein theoretisch. Ah, nee, müsste ich nicht, weil ich habe kein Gerät dran. Jetzt hier auf Post und Höhenbrücke. Und jetzt sag ich jede Karte Position, wenn ich hier 12 Fahrtrichtung längste Kante vorgewendet zweimal rum, gegen den Uhrzeigersinn scharf. Wieder das Ding, ne? So. Das ist auch schon mal schön. Das hat auch schon mal funktioniert. Oder direkt speichern. Nähen. Wieder. Direkt 12. Blub. 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 Blub.
Ich war ja mal aus. Und hier ist ein Wegpunkt. Wie schön. Aber hier den ersten Wegpunkt jetzt. Vorne müsste der sein. Das wäre jetzt natürlich problematisch, weil der hat ja pauschal einen Geräteversatz drin. Das heißt, meine W-Taste eben nicht funktionieren. Ich habe da wahrscheinlich gerade voll den Gedankenfehler drin, aber naja, wir lassen ihn jetzt mal gehen. Gucken, ob das funktioniert. Der war fertig. Müsste der jetzt ja rein theoretisch Weg zum Hof finden, wenn ich jetzt darüber zurück weiterfahre. Da kriege ich ja schon P in Augen, wenn ich das sehe. Ne? Aber deswegen mache ich es selber gleich normal, damit sich das auch richtig lohnt. Gut, dann machen wir das anders. Weg zum Hof, so. Der fährt jetzt schön vom Hof. Der macht hier schön seine Dings mit dem größer eingestellten Wenderadius. Funktioniert dort auch besser. Der ist schon mal um den Hof rumgekommen. Da bin ich ja schon mal erstaunt. Und du kannst zum Shop fahren. Der Seite vom Zaun lang wäre das sinnvoller. So. Ab zum Shop mit dir. Da kann ich schon mal den Zetter holen. Also von nichts kommt nichts, sondern wir müssen ja irgendwie hier mal zum Gange kommen. So. Heißt. Erstmal speichern. Speichern ist immer wichtig.
benötigt Kalt, denn dann warten wir, bis das komplett soweit ist. Düngt ist relativ. Einmal gedüngt ist dann zumindest alles, wenn ich jetzt in der Ölrede jetzt ausgewachsen ist. Und dann war es das für dieses Mal auch. Na, irgendwelche Feldmissionen am Lauf. Feld 4 düngen. Da war ja was. Feld 4, da. Das muss ich noch einfahren. Feld 6 muss ich das nochmal düngen. Düngt, gedüngt, gut. Ich weiß, ich kann gleich mal einen Kurs zu Feld 4 einfahren. Gucken wir mal, gut. Jetzt die nächste Vorgewendebahn müsste er ja auch noch ganz locker hinkriegen. Bin halt gespannt, was er macht, wenn er hoch und runter fährt. Aber er dürfte den nicht nach Manu, er dürfte den nicht wechseln. Weil das wäre dann auch schon wieder das, ne? Der Bahnversatz. Der Bahnversatz ist ja doof, das geht ja auch allein um den Geräteversatz. Dann müssen wir dann mal ein bisschen Heu, ein bisschen Hafer kriegen, dann können wir die Pferde nämlich füttern und die Schafe. Schauen wir aber auch mal rein. Geht hier so, standet in den letzten andersrum. Egal. Was sagen denn die Schafis? Was brauchen die? Sauberkeit. Wo denn? Ah, da. Das kriege ich hin. Was brauchen die? Gras. Gut, ich kann doch Gras reinschmeißen. Wir brauchen ganz dringend Hafer. Jetzt erstmal zum Shop fahren und dir eine Schaufe holen. Sonst bringt das alles nichts. Und ich sehe auch gerade, heute ist viel zu lang geworden. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Immer artig bleiben. Ciao.